Segli, Solly. Merci vielmals. Solly, dass wir so mal gesehen haben. Endlich sehen wir uns. Hi. Ja, hoi. So lange müssen wir warten, dass wir uns kennenlernen. Ja. Schön. Saturday Night Fever. Ja, Samstagnacht mit euch. Bist du eine Partymaus am Samstagabend? Lässt es da krachen? Wenn ich auf der Bühne bin, auf jeden Fall. Und sonst? Privat tatsächlich weniger. Weniger? Ja, ist das schon eher chillig. Eher chillig. Ist das schon, fragen wir gleich die Antione, ist das schon das Merkmal von Zwillingen? Dass sie beide Seiten haben. Ne? Man, die ruhige und ja. Das, und dann wieder, dass man es krachen lassen? Das stimmt. Bist du auch Zwilling? Nein, ich bin nicht, dass man es krachen lässt, wollte ich sagen. Ach so. Ich bin Krebs. Ja, nah dran. Wäre ich 2 Stunden später geboren, wäre ich auch ein Krebs. Ja, schau, dann, da müssen wir jetzt nachfragen. Ja, da müssen wir nachfragen. Antonia Langsdorff, was ist mit diesem Spezialfall von Zwilling, wenn man schon nah am Krebs dran ist, für 2023? Beatrice hat es genau richtig. Dann muss man die genaue Geburtszeit kennen. Und Beatrice kennt sie offenbar und weiß deswegen, sie ist noch Zwillinge. Wie sieht's denn aus, darf ich fragen, wie sieht's denn aus in der Liebe 23 für die Zwillinge? Im ersten Quartal macht Mars die Zwillinge besonders mutig, auf andere auch zuzugehen und auch noch lustvoll. Und Jupiter stiftet auch noch gutes Selbstbewusstsein. Also Singles, die bisher schüchtern waren, die haben jetzt den Mut, auf andere zuzugehen. Wow, da hast du was vor. Da hast du was vor. Das wird ein spannendes Jahr für dich. Ja, es wird ganz sicher ein spannendes Jahr. Hast du denn, die übelste Frage an Silvester, finde ich, hast du denn Vorsätze, Beatrice? Den habe ich jeden Morgen, das Beste aus dem Tag zu machen und das Positive zu sehen. Und dafür brauche ich keinen Jahreswechsel, sondern jeden Morgen neu zu starten. Und ich glaube, jeden Tag ist eine Chance und mutig hinzugehen. Das geht genau darin. Und das ist die Message von Beatrice Egli. Und die gilt nicht nur für Zwillinge. Beatrice Egli. Dankeschön.